Und dann insbesondere, wenn ich zum ersten Mal da war, öffnen einem die Menschen ihr Haus. Bitten einfach vorbei, wenn ich ein Betrüger gewesen wäre, ich hätte so viele Leute ausnehmen können in der Zeit, die haben einfach das Vertrauen gehabt. Wer als Vikar oder Vikar mit diesem Amt im Rücken da kommt, der hat einen ungeheuren Vertrauenskredit. Und dann öffnen die Leute ihr Herz. Man ist ein paar Minuten da und man kommt ganz schnell ins Gespräch. Da habe ich oft gedacht, das ist eigentlich was Unglaubliches. Und was ich daraus mitnehme, auch Tod, zum Beispiel das Thema Tod, was ich für mich daraus gelernt habe, dass ich manchmal eben mehrere Leute in der Woche und im Sommer, wenn man Vertretung gemacht hat, noch viel mehr beerdigt habe und jedes Mal in die Trauersituation von Menschen reingenommen war und daran, ich sage jetzt mal, Anteil haben durfte. Bei all dem anderen, was es auch gibt, ist dieses jedenfalls für mich immer was ganz Besonderes gewesen und ein riesen Vertrauenskredit, der mit diesem Beruf verbunden ist, das ist, was ich da gespürt habe und es hängt damit zusammen, dass wir einfach zu den Menschen in allen Lebenssituationen kommen. Als Notfallseelsorger zu einer Familie, wo der Vater von 5 Töchtern gerade erschossen worden war in seiner Arztpraxis und man dann in der Situation die Kinder von der Schule abholt und die Ehefrau begleitet. Das sind Extremsituationen, die genauso eine Rolle spielen wie eben die ganz normale tägliche Lebenssituation der Menschen. Das ist jetzt sozusagen die positive Seite. Aber es gibt natürlich jetzt genau wieder die Downside, wie die Engländer sagen. Nämlich, dass es eine ungeheure Anforderungsfülle bedeutet. Also, dass wir an allen Lebensstationen Anteil haben und dass wir das Leben so breit in unserem Beruf kennenlernen, hat natürlich die Kehrseite, dass Menschen das auch von uns erwarten. Und dann eben, ich habe eben die Beerdigung angesprochen, da ist es eben besonders belastend manchmal, weil es so unplanbar ist. Und dann kommen mehrere Beerdigungen auf einmal, der Kollege ist krank oder ist vakant und dann musst du das machen. Und du hast gar nicht die Möglichkeit zu sagen, meiner Frau geht es aber nicht gut, ich möchte ihr heute beistehen oder mein Sohn hat Stress in der Schule, der ist völlig fertig, sondern du musst ran. Und das, du hast praktisch keine Wahl. Und das ist natürlich in vielen Situationen wirklich auch eine extreme Belastung, insbesondere auch für die Familie. Das habe ich jedenfalls sehr deutlich erfahren, auch in der nachträglichen Reflexion unseres Lebens im Pfarrhaus. Also die Ganzheitlichkeit auf der einen Seite und die Anforderungsfülle auf der anderen Seite, die da irgendwo untrennbar verbunden ist. Das Zweite hat mit dem zu tun, was ich schon intoniert habe. Selbstbestimmtheit, ich nenne jetzt immer mal den Begriffspartner schon, Selbstbestimmtheit versus Strukturlosigkeit. Dass ich in dem Beruf, jedenfalls dann, wenn ich alles nominiert ist und Pflichtaufgaben wie Kasual, dass ich in dem Beruf eben auch Schwerpunkte setzen kann, erfordert ein Riesenmaß an Strukturiertheit von mir. Weil ich natürlich eigentlich so vieles interessant finde, und manchen geht es vielleicht ähnlich, dass es gar nicht so einfach ist, bestimmte Dinge dann eben auch zu lassen, die einem selber auch noch wichtig werden. Und diesen Weg zu finden, sich seine eigene Struktur zu schaffen, neben dem, wie gesagt, was feststeht. Und insofern dann diese riesige Möglichkeit, selbst Schwerpunkte zu setzen, so zu nutzen, dass sie eben nicht in Strukturlosigkeit endet, vor der man am Ende nur kapitulieren kann, die einfach nicht anders geht. Und jeder und jede kennt diese Herausforderung. Das ist nichts, was man irgendwie so als schönen Rat geben kann, sondern da muss jeder und jeder einfach selbst seinen und ihren Weg finden und die Wege sehen da sehr unterschiedlich aus. Aber dieses Spannungsfeld jedenfalls, wiederum etwas, was eigentlich eine Riesenchance ist, ist auf der anderen Seite auch ganz leicht zum Verhängnis werden. Drittes Paar, die Identität von Wohnort und Lebensort auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Verlust von Privatheit. Auch da stellt sich mir das in dieser Ambivalenz dar. Denn ich jedenfalls habe es immer als was Schönes empfunden, dass ich, wir wohnten direkt gegenüber vom Gemeindehaus, also vom Seniorenkreisraum, konnte man direkt in unsere Küche gucken. Wir haben uns dann Vorhänge angeschafft. Und ich habe immer von der Küche aus immer rübergeschaut in den großen, erleuchteten Gemeindesaal, den der Bachchor geprobt hat. Und ich gestehe, es war auch was sehr Schönes, dieses warme Licht mit der roten Wand und dahinter diese ganzen Menschen und der leichte Klang von Bach, das war jetzt nicht nur erdrückend und Privatsphäre einengend, dass ich da
meine beruflichen Kontexte vor mir hatte, sondern es war auch was sehr Schönes, irgendwie Berge, das in diesem Kontext der großen Gemeinschaft, die da drüben sind, irgendwie jetzt auch zu leben. Das ist die eine Sache, und dass ich einfach mittags nach Hause konnte, mit essen konnte, wenn die Kinder nach Hause kamen, also das kennen ja alle, die hier sitzen. Das ist was sehr Schönes, aber natürlich gleichzeitig, und das erleben auch alle, die hier sitzen, ganz genau, gleichzeitig manchmal eine absolute Gratwanderung, beziehungsweise manchmal rutscht man auch ab, wenn man das Gefühl hat, jeder Verzug wird beobachtet. Bei uns war so ein kleines Basisstückchen direkt vor der Küche sozusagen, aber es war sozusagen von allen Seiten des Gemeindehauses direkt einsehbar. Und das ist einfach nicht immer das, wonach in der Sinn steht, dass jetzt alle ganz genau zugucken, welches Buch man gerade liest oder was man jetzt gerade macht oder welche Stück Torte man gerade isst oder was immer sein mag. Also dieses, und dann kommt natürlich jemand vorbei, ich weiß, in München ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber auch da ist es so, dass wenn man da draußen ist, dann kommt jemand vorbei und jeder freut sich natürlich, in Kontakt zu kommen. Das ist ja auch was sehr Schönes, aber die Privatheit ist das Problem. Wir wissen alle, wir kennen alle die täglichen Entscheidungsprobleme. Wie geht man mit dem Anrufbeantworter um? Wann ist man erreichbar? Wie viel gönnt man sich? Wie viel braucht man auch an geschützter Sphäre, an geschützten Raum? Und ich sage auch da, ich nenne es bewusst wieder in dieser Spannung. Denn ich wünsche dem umgekehrt auch nicht, und das ist natürlich jetzt eine der großen Diskussionen, die wir führen, Stichwort Residenzpflicht. Ich wünsche mir auch nicht, dass es generell normal ist, dass Wohn- und Arbeitsort überhaupt keinen Bezug mehr zueinander haben. Ich will gleich mal andeuten, ich denke, wir müssen flexibler werden. Aber ich würde nicht sagen, dass das, was mit dem Stichwort Residenzpflicht verbunden ist, sozusagen von gestern ist. Sondern es scheint für die Menschen was ganz Wichtiges, was ganz Tolles zu sein, dass sie wissen, der Pfarrer, die Pfarrerin ist da, wohnt da. Selbst wenn ich jetzt keinen direkten Kontakt mit ihr habe, aber ich weiß, die ist da. Man kann heute mit Handys viel Kommunikation völlig unabhängig von Geografie machen. Aber es scheint doch so zu sein, ich habe das jedenfalls auch in vielen Gesprächen immer wieder gehört, dass die Leute eine intuitive, es macht für viele Leute, sage ich mal, intuitiv einen riesen Unterschied, ob der Pfarrer, die Pfarrerin einfach da wohnt oder nicht. Das ist in der Großstadt schon wieder sehr anders als in anderen Kontexten. Insofern muss man auch da, darf man auch nicht einfach alles über einen Kamm scheren. Aber so einfach zu sagen, das ist etwas, was heute nicht mehr zeitgemäß ist, dazu kann ich mich jedenfalls, ich sag mal, noch nicht entschließen. So sehr wir über die Frage nachdenken, insbesondere dann auch im Kontext der Frage, wer eigentlich heute noch Pfarrer ist, ist aber anspruchsvoll, dann mit den Menschen umzugehen. Sondern wir müssen darüber intensiv ins Gespräch kommen, und meine Art darüber zu reden ist, dass, wie ich es eben auch gesagt habe, auch ein Stück weit dafür zu werben, dass Pfarrer nicht einfach ein Job ist wie jeder andere, sondern dass es bestimmte Konnotationen hat, die eben neben diesen ganzen Downsides auch große Chancen haben. Dann nächstes Begriffspaar. Motivation, innere Motivation für den Beruf auf der einen Seite versus Burnout-Gefahr auf der anderen Seite. Vielleicht das Allergrundlegendste von all den Dingen. Wir sind ja alle uns sehr bewusst über die Probleme, die wir haben und die Schwierigkeit, dass manche Menschen einfach umfallen, weil sie nicht mehr können. Und manchmal sind es die, die gar nicht klagen, alles machen und für die anderen, für die Kolleginnen und Kollegen da sind, aber dann irgendwann ist es vorbei. Und dazu darf es nicht kommen. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir das rechtzeitig merken. Jetzt haben wir die Salutogenese-Stelle, wie man das so hochgestochen sagt, in der Landeswege eingerichtet, die jetzt ganz besonders darüber nachdenken soll und die bewusst auch verknüpft wird mit dem Fahrbildprozess. Aber ich will auch sagen, dass das ein Beruf ist, wo wir, ich sag mal, die meisten von uns oder vielleicht sogar alle eine hohe innere Motivation haben, eine hohe Identifikation haben mit der Sache, um die es da geht. Ein Beruf, und so war es vielleicht nicht nur bei mir, ein Beruf, den wir genau deswegen ergriffen haben, weil wir, ich sag's mal, etwas pathetisch, weil wir vielleicht innerlich brennen, weil wir was wollen, weil wir was für die Kirche wollen, weil wir was für die Gesellschaft wollen, weil wir an was glauben und weil wir vielleicht begeistert sind von was. Wer so in den Beruf geht, und ich glaube, dass es vielen so geht, wenn sie diesen Beruf ergreifen, der geht da vielleicht rein und will alles geben. Und wir alle wissen, wer alles gibt, hat nichts mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses tolle
diese tolle Basis für unseren Beruf, die innere Motivation, dass wir das auch wollen, was wir da machen. Und nicht nur genervt sind, jedenfalls dann, wenn die Sachen noch stimmen, wenn wir nicht schon an einem Punkt sind, wo wir resignieren. Das ist was so Tolles, dass wir es schützen müssen. Und das ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe für uns als Kirche, darüber nachzudenken, wie können wir durch das, was wir von außen bereitstellen können, Menschen davor schützen, dass sie eben diesen Punkt verpassen, wo sie alles geben und dann wirklich nichts mehr haben. Deswegen also die innere Motivation als große Chance, aber die Gefahr des Burnout, dass man einfach nicht mehr kann, auf der anderen Seite. Beides miteinander verbunden. Dann die Dichte der Beziehungen im Beruf auf der einen Seite versus die Vernachlässigung der eigenen Primärbeziehungen auf der anderen Seite. Auch das ist was, und ich habe ja vorhin schon angedeutet, wie ich selber erfahren habe. Ich war begeistert davon. Ich glaube, ich hätte es auch geschafft, mir das alles, was ich jetzt sage, auch in der Gemeinde weiter klar zu machen, um nicht an den Punkt zu kommen, den ich gerade beschrieben habe. Aber ich weiß schon sehr genau, wovon ich rede. Wenn Geburtstagsbesuche, die habe ich immer sehr viel gemacht. Ich hätte da was ändern müssen, wenn ich länger in den Beruf geblieben wäre. Weil ich immer gedacht habe, das ist so toll, ich habe es ja eben beschrieben, man kommt zu den Leuten, die eben nicht zur Kirche kommen. Und die waren so dankbar und das war für die so wichtig, dass der Pfarrer einfach kommt und ihnen die Ehre gibt. Und da sind so schöne Gespräche daraus entstanden. Und wenn man das so erlebt, dass es so viel bringt und dass es so ein wertvolles Netzwerk dann bildet, dann ist es halt ganz schwer, Stopp zu sagen. Und dann auch zu merken, dass man nicht für alle da sein kann und mit allen in Beziehung treten kann, die einem auch noch viele, viele, viele Streicheleinheiten dafür geben. Und dann, wenn es um die eigene Ehefrau oder die eigenen Kinder geht, da ist dann keine Kraft oder keine Zeit mehr da. Dieses innere Gefühl der Pflicht vielleicht, ich sehe, dass es vielleicht bei mir dann auch stark so war, dass ich dann an einem Sonntag das Gefühl hatte, hat jetzt jemand einen Geburtstag, ich habe Gottesdienst gehalten, habe noch hinterher Gespräche geführt, so, und dann habe ich jetzt mehrere Geburtstagsbesuche auf meinem Plan drauf. Und es fiel mir wahnsinnig schwer, da nicht hinzugehen. Weil ich gedacht habe, die sind dann enttäuscht, wenn die warten auch manchmal wirklich und dann kommt er nicht. Aber zu Hause wartet auch jemand. Und wenn man das nicht merkt, wenn man das nicht im Blick hat, wenn man das für selbstverständlich nimmt, die eigene Primärbeziehung, dann kann es ganz böse werden. Und deswegen ist sozusagen das Schöne, was man erlebt, wenn man in ein Beziehungsnetz in der Gemeinde lebt und lebt. Das Schöne, was man da erlebt, das kann ganz schnell in die Kehrseite abgleiten, wenn man die eigene Primärbeziehung damit vernachlässigt. Und ein tolles Beendigungsgespräch hat, das Gefühl hat, diese Menschen habe ich jetzt getröstet. Was Befriedigendes kann ich mir gar nicht vorstellen im Beruf, als dass man bei einem Menschen den Unterschied gemacht hat, vielleicht einen entscheidenden Unterschied gemacht hat. Und trotzdem dann nach Hause kommt und zu Hause hätte jemand mich auch gebraucht. Also das ist vielleicht, das ist mindestens genauso interessant oder wichtig wie, wie die Identifikation, dieses Beziehungsnetz, das deswegen auch besonders, eine besonders große Versuchung ist, weil man so viel Streicheleinheiten kriegt als der Herr Pfarrer oder die Frau Pfarrerin. Weil man als Pfarrer ja nicht nur Macht über die Köpfe, über die Worte hat, sondern Macht über die Seelen, um es mal etwas zugespitzt zu sagen. Weil Menschen und wer Beerdigungsgespräche intensiv geführt hat und dann Menschen vielleicht Jahre später auf der Straße trifft, der spürt, wie sehr die Menschen daran noch denken und gebunden sind und wie wichtig das war. Also all das, was man da zurückkriegt, ist eine große Versuchung, jedenfalls in der Hinsicht, dass es einen Blick für die Primärbeziehung vernebeln kann. Dann vorletztens, damit hat eben, was jetzt so die persönlichen Beziehungen betrifft, wenig Berufe, die so viel Anerkennung, persönliche Anerkennung geben. Und ich sage jetzt bewusst persönliche Anerkennung, ein großer Boss in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen, der kriegt auch viel Anerkennung, aber hat er wirklich die emotionale Anerkennung oder buckeln die Leute nur, weil sie denken, ich muss das machen, muss dem Chef sagen, wie toll er ist. Also ich glaube, in dem Beruf, die,
Gemeinde ist unheimlich, auch manchmal tolerant, wenn es nicht gut läuft mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin. Das sind viele Menschen, halten auch sehr viel aus, muss man etwas kritisch oder zugespitzt zu sagen. Das ist die eine Seite, aber natürlich die andere Seite auch die Gefahr der Eitelkeit. Dass, wenn man so im Zentrum steht, wenn man, ich habe es eben so genannt, Macht über die Seelen hat, wenn die Leute einfach unheimlich dankbar, emotional, ganz tief drin dankbar sind für das, was man macht, dann ist natürlich auch sehr schnell die Gefahr, dass man in eine Haltung reinrutscht, wo es am Ende um ein Selbst geht und nicht ums Evangelium, um es mal wieder etwas zugespitzt zu sagen. Und sich davor auf der Hut zu sein, ist aus meiner Sicht eine Frömmigkeitsfrage, eine spirituelle Praxis, sich immer wieder in Distanz zu sich selbst zu gehen und immer wieder zu wissen, worum es wirklich geht. Es geht immer auch um ein Selbst, es muss auch sein, aber es geht eben nicht nur, vielleicht auch nicht immer vorrangig um ein Selbst. Und diese Falle sozusagen, die ist mit diesem an sich sehr schönen Phänomen, dass wir auch viel persönliche Anerkennung bekommen, verbunden. Schließlich Pfarrerin, Pfarrer als öffentliche Figur, die auch irgendwie so ein bisschen allround person ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Stück weit die Unmöglichkeit, alle Kompetenzen zu haben. Also die Notwendigkeit und die Erfahrung auch, dass ich, wenn ich öffentlich zum Beispiel gefragt bin, zu allem und jedem eigentlich was sagen können soll, aber genauso deutlich merke, dass ich es nicht kann. Also die eigenen Grenzen wahrzunehmen und damit umzugehen und den Erwartungen, die öffentlich in dieser öffentlichen Position an einen gerichtet sind, eben dann nicht in jedem Fall erfüllen zu können, aber vielleicht auch nicht zu müssen. Das ist ein weiteres und vielleicht letztes Spannungsfeld, in dem ich den Pfarrberuf sehe. Ich könnte jetzt noch weiterreden, ich mache es aber nicht, denn wir wollen ja ins Gespräch kommen. Ich wollte Ihnen einfach mal diese paar Punkte nennen, die vielleicht jetzt eine Grundlage sein können, dass wir ins Gespräch kommen. Danke erstmal. Das ist so ein Punkt, wo